Grüne Berglandschaft, weite Täler und ein prächtiges Alpenpanorama. Wenn du darauf Lust hast, dann bleib dran. Wir fahren den Nufinenpass von Osten nach Westen, also von Airolo im Tessin nach Ulrichen im Wallis. Unser Ausgangspunkt liegt bereits auf 1175 Metern. Die breite Landstraße durch das Bedrettotal führt uns allmählich und stetig bergauf. Das Tal begeistert uns mit seiner grünen Landschaft und den hohen, schneebedeckten Gipfeln der Westalpen im Hintergrund. Das sieht alles sehr verheißungsvoll aus und steigert unsere Vorfreude auf die Passhöhe. Wir halten an, genießen den Ausblick und die grandiose Atmosphäre in dieser subalpinen Landschaft. Das Bedrettotal trennt das Gotthardmassiv im Norden von der Leone-Gruppe im Süden. Der Fluss Tessin entspringt hier in den Bergen und begleitet plätschernd die Straße durch das Tal. Die Gipfel hier sind um die 3000 Meter hoch. Richtung Westen sieht man in die Berner Alpen mit dem Finsteraarhorn, ihrem höchsten Gipfel, mit über 4000 Metern. Die Atmosphäre und Aussicht hier oben ist einfach atemberaubend. Wir nähern uns der Passhöhe. Die Schneemenge steigt von Meter zu Meter. Auf der Passhöhe gibt es ein Restaurant und einen Souvenirshop. Auch von hier ist die Aussicht atemberaubend. Nach einigen Minuten genussvoller Pause geht es weiter. Der Nufinenpass ist mit seinen 2478 Metern der höchste innerschweizerische Pass. Er ist 36 Kilometer lang und hat 22 Kehren. Die Straße ist in recht gutem Zustand, wobei in Richtung Airolo die Schäden etwas zahlreicher werden. In der Regel ist der Pass von Juni bis Oktober befahrbar. Wir sind ihn gefahren, um mal eine Alternative zum Gotthard auszuprobieren, und sind froh über unsere Entscheidung. Wir kommen in das Ägänetal. Auch auf dieser Seite des Passes ist es begeisternd grün und landschaftlich ein Genuss. Die Ägäne begleitet uns mit ihrem Geplätscher neben der Straße. Nach etwa zwei Drittel der Strecke führt eine Hängebrücke, die Kittbrücke, über den Fluss. Für Menschen ohne Höhenangst ist es sicher lohnend, hier einen kleinen Abstecher zu machen. In Ulrichen kommen wir auf 1346 Metern an. Unsere Route führt uns noch über den Grimselpass weiter Richtung Norden. Aber das ist ein anderes Video. Hier verabschieden wir uns nun von euch und wünschen allzeit gute Fahrt. Seid behütet und bleibt unfallfrei.